180er. Also wir haben wieder ein Opel GT AL, 90 PS, Baujahr 72. Ursprünglich war der gelb, dann ist er mal Porsche Amethyst gewesen und jetzt sagt er, Ferrari fahre be Purple. Aber Ferrari sagt nicht Purple, Ferrari sagt Prugna. Prugna heißt nämlich Pflaume auf Italienisch und insofern ist er Pflaumenblau oder was, wie man das sagen will. Nee, auch wieder ein 90 PS Opel mit den Klappsteinwerfern, Baureihe A in der Luxusversion. Auch ein amerikanisches Modell, wie man wieder sieht an den langen Blinkern und hinten am Ende des am Heck die kleinen Längsfensterchen. Was hat er noch gemacht? Hat er auch exportiert und hat dann wieder 89 wurde es nach Deutschland reimportiert und 98 komplett restauriert. So und dann nochmal dreimal lackiert. Ja, aber gelb hatte jeder, gebe ich zu. Ist richtig, ja. Muss sein. Vielen Dank, schöne Restaurierung. Aber wenn die alle nur eine rote Nummer drauf haben, das heißt ja nichts. Eine rote Nummer aus Essen heißt ja nicht, dass er herkommt. Ich habe bei mir stehen British Elend, British Leyland, Entschuldigung. Aber früher war das so ein bisschen, ne? Obwohl es ja der Mini Cooper ist. Felix Großwendt und Ulf Zieland, Ziesing. Da hat schon wieder an das Elend gedacht. Also, Baujahr 82, 1000 Kubik, 998, genau 55 PS. Ja gut, Mini ist ja eigentlich die Bezeichnung dieses Modells, das von der BMC, von der British Motor Corporation, gebaut wurde, von 59 und bis 2000, diesen 82er. Was soll ich sagen, Frontantrieb, quer eingebaute Vierzylindermotor, war ja damals, das Auto hat ja damals Alec... Wer schreit denn da so? Mein Chef, alles klar. Rolf, mach mal was leiser. Also Sir Alec Guinness hat das Auto ja damals mal gebaut, den ursprünglichen Mini, der ja dann sehr erfolgreich wurde, nicht nur vom Verkauf, sondern auch als Motorsportfahrzeug, hat zum Beispiel Rallye Monte Carlo mal gewonnen. Ja, Felix und Ulf, vielen Dank fürs Kommen. Sieht gut aus, gut restauriert. Ich finde auch schön, dass kein Union Jack auf dem Dach ist. Ich finde das gut, dass man einfach ein weißes Dach ist. Das ist edel und danke fürs Kommen. Tschüss, man bedachte diesen Tank einfüllen. Bembe. Ihr wart letztes Jahr auch schon da, glaube ich, ne? Nee, aber ich habe so ein Auto schon mal vorgestellt. Es ist ein Schlüssel 2000 TII Touring. Touring war ja halt die Karosse, die hinten dann keine Türen hatte, sondern hinten runter geht. Baujahr 73, 130 PS, 2 Liter Motor, Thomas Wiegemann und Christel Wiegemann. Diese 02er Serie war ja nun das ganze BMW-Programm, das fing ja von 15, 02 an, 16, 17, 18 und 2002 TI war dann so das stärkste normale Modell. Es gab dann den Turbo noch mit dem anderen Schriftzug vorne drauf. Schrägeck-Varianten gab es eigentlich von allen und der höchste war halt der TII. Er schreibt hier, das Touring-Modell war kein Verkaufserfolg, denn es wurden von Frühjahr 71 bis Sommer 74 lediglich 25.800 Exemplare produziert. Heute läuft das ja wieder, ne, dieses Schrägeck. Ne? Ich weiß auch nicht, für mich, das ist noch GT. Zwei Türen und Schrägeck kann man GT nennen oder Touring, aber was heute so GT heißt. Ja, Thomas, vielen Dank. Sieht gut aus, auch die originale Farbe noch, das war damals so, das Orange. Original Felgen, der ist echt original. Schön, schön restauriert, Dankeschön. Warte mal, muss ich mal gucken. Ja, Anna Herten und Magda Rex. Opel Rekord C Luxus, Baujahr 70, 1700 Kubik, 75 PS. Die Besitzerin meint, dies sei das schönste Dienstfahrzeug aus dem Ruhrgebiet. Jo. Sie schreibt, der Opel Rekord C ist ein in der oberen Mittelklasse positioniertes Fahrzeug. Das ist richtig. Es war typisch, obwohl das ist C für Coupé, glaube ich, der hat nur zwei Türen, ne? Oder ist das nicht? Sehe ich nicht. Franz, du stehst vor der hinteren Tür. Ne, da ist keine, danke. Ne, schön, auch mal die Farbkombination mit dem blauen Dach gab es damals zwar nicht. Damals war das Auto nur hellblau. Ich finde das so schöner, gebe ich zu. Ja, schönes Auto. Danke fürs Herkommen. Schön restauriert, gut gepflegt. 70er Baujahr, immerhin, ne? So, wie hört er sich an? Wackeldackel hinten drauf, wo ist die Klorolle? Ja, was? Ja, nee. Muss aber. Ne, muss nicht. Okay, dann aus Umweltpapier. Das wäre auch okay. Oder vielleicht die Winkelkatze? Ne, die gab es damals noch nicht. Wackeldackel ist okay.
Vielen Dank fürs Kommen. Hör mal, Radio alt oder neu? Ehrlich? Radio ist alt. Vielen Dank. So, lass gehen. Tschüss. Ja, die 43. Der Mann hatte so einen komischen Namen. Der Mann hieß nämlich Amedee Gordini. Und er hat mit Herrn, guck, der zuckt sie die Schulter. Sie müssen auch mal gucken, was ihr Auto für eine Historie hat. Der Herr Gordini hat nämlich früher erst Simca getunt und dann hat er nämlich angefangen, die Renaults zu tunen. Werksmäßig, nachdem das mit der Formel 1 und Renault nicht so geklappt hat, im Gegensatz zu heute, hat er dann aus diesen biederen Karossen Rennautos gemacht. Das war die Zeit, bevor die Alpine rauskam. Rita Inaraski und Mechthild Tuscher fahren das Fahrzeug Renault 8 Gordini. Auch heute gibt es noch einige Renault-Versionen mit dem Titel Gordini, was so ein bisschen auf das sportliche Fahrzeug hinweisen soll. Aus 1300 Kubik, 88 PS. War üblicherweise blau mit weißen Streifen lackiert. Hat er doch. Ja, die waren breiter, die Originalen, ne, glaube ich. Ich weiß das gar nicht. Hat diese berühmten Felgen drauf. Das ist das Modell mit einem zweiten Tank, weil man den auch mal überarbeitet hat. Grundsätzlich war es eine Familienlimousine, die Herr Gordini dann ein bisschen getunt hat. Und das Auto ist auch sehr erfolgreich im Rundstreck- und Rallye-Sport eingesetzt worden. Danke fürs Kommen. Sehr schön. Wir verkaufen ja auch 17. Ja, der Schrecken von Mercedes damals. BMW brachte den M3 raus, Stefan Herck und Christian Groth 1986 und Mercedes hatte dazu den 190e 2,316 mit 185 PS und der BMW hatte 194 PS. Welche eine Schmach für Mercedes. Dann hat man mal schnell einen 2,516 herausgebracht mit 204 PS und versucht, das wieder herzustellen. Aber M3 war ja ursprünglich nur für die Homologation gedacht. Man wollte die 500 Stück bauen, damit man das Fahrzeug in einer bestimmten Fahrzeugklasse homologiert konnte. Und es wurde dann ein Erfolg. Ist auch ein ganz tolles Fahrzeug. Es gab dann speziell von diesem Modell, vom E30, noch bestimmte Evo-Versionen, noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen breiter. Sehr schönes Auto. Originalfarbe noch? Nee, schon mal lackiert, na, ist klar. Aber noch gut erhalten, auch hinten die Lippe, alles original. Ja, damals hieß die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft noch so, weil da geile Autos mitfuhren. Heute bin ich da nicht mehr so bei, aber die waren schon toll. Sowas mit vier Vergasern und offen, das hat schon gebrüllt. Ne? Aber das ist ja ein Einspritzer, ist ja der Serienmotor. M3 6-Zylinder, 194 PS, 2,3. Vierzylinder nur? Ist der kleine? Oder gab's? Okay. Gab's nur in 4? Und was war mit dem 6er, die neuere Baureihe? Ne? E36, Entschuldigung, ist ja E30, danach kam der E36, der hatte dann 6-Zylinder. Ja, kann ich alles wissen. Ist nicht mein Auto. Aber sieht trotzdem schön aus. Vielen Dank. Stefan, Christian, tschüss. Ade.